ihr Lieben, das war meine allererste Moderation im Fernsehen. Das ist jetzt 5 Jahre her und ich sag's euch, ich war tierisch aufgeregt. Aufgeregt, ja. Und so oder so ähnlich wird sich auch die 10-jährige Lina fühlen. Die hat sich nämlich gewünscht, einmal beim Tiergartenclub zu moderieren. Und diesen Traum, den wollen wir ihr erfüllen. Bei Dein großer Tag. Hallo, ich bin die Lina, ich bin 10 Jahre alt. Na, fällt euch was auf? Das ist meine Zwillingsschwester. Sie heißt Mia, sie ist 1 Minute älter als ich. Ich liebe es, den Tiergartenclub zu schauen. Und ich habe auch sehr, sehr viel Spaß, vor der Kamera zu sprechen. Und ich will mich bewerben, weil ich es toll finde, wenn man vielleicht seinen größten Wunsch erfüllt bekommt. Wie immer bei Dein großer Tag werden wir Lina überraschen. Sie hat keine Ahnung, dass sie ausgewählt wurde. Nur ihre Eltern, die sind eingeweiht. Und sie erlauben uns heute, dass wir ihren Fernseher anzapfen und kleine Kameras und Mikrofone verstecken. Wochenlang durften sie nichts verraten, aber heute ist der Tag der Überraschung. Super. Wir sehen uns gleich, okay? Okay. Bis gleich. Wir haben uns vor dem Haus versteckt und ich kann von hier aus die Familie beim Fernsehgucken beobachten. Noch ahnt Lina nichts, aber gleich schalten wir mich live auf ihren Fernseher. Achtung! Hallo! Ich bin Mushta vom Tigerentenclub und von Dein großer Tag. Heute möchte ich jemandem einen ganz großen Traum erfüllen. Und zwar gibt es ein Mädchen, das wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal beim Tigerentenclub zu moderieren. Sie lebt in Stuttgart, sie ist 10 Jahre alt und sie heißt Lina. Ja, sie heißt Lina. Du hast richtig gehört. Freust du dich, Lina? Ja. Ja, du freust dich. Soll ich mal reinkommen? Ja. Okay, dann komme ich jetzt rein. Achtung. Oh, hör auf. Überraschung. Darf ich reinkommen? Ja, gerne. Hallo, du bist Lina. Ja. Ich bin Mushta. Freut mich, dich kennenzulernen. Schön, dass du jetzt hier. Hallo. Hallo. Schwind. Was sagst du jetzt? Damit hast du nicht gerechnet, oder? Erst sitzt man auf dem Sofa und jetzt ist auf einmal das ganze Fernsehteam in der eigenen Wohnung. Muss man doch erstmal sacken lassen. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Oh, danke. Die Überraschung ist geglückt. Lina ist völlig aufgelöst und braucht erstmal ein paar Kuscheleinheiten. Dabei ist sie eigentlich ein sehr toughes Mädchen. In ihrer Freizeit boxt sie gerne, macht seit ein paar Jahren Bodenturnen. Und musikalisch ist sie auch. Aber ihr großer Traum ist das Moderieren vor der Kamera. Also, ich wollte schon eigentlich immer beim Fernsehen moderieren, weil ich finde, also im Fernsehen kann man sich ja auch so ein bisschen, also Mimik quasi machen, zum Beispiel lustig hinstellen oder irgendwelche Grimassen schneiden oder so. Wenn ich dann einen Satz oder so gesprochen habe, dann vergesse ich eigentlich immer all meine Aufregung und ich lasse einfach, ja, meinen Worten quasi mal einfach ihren Lauf. Dazu wird sie in den nächsten Tagen viel Gelegenheit haben. Da ich mich für den Tigerentenclub vorbereiten muss, habe ich für morgen ein professionelles Moderatorentraining organisiert. Mit Linas Lieblingsmoderatorin. Hallo Lina! Hallo! Gut geschlafen? Ja. Ja? Ja. Heute findet ja dein Moderatorentraining statt und dafür haben wir einen ganz besonderen Coach eingeladen. Wir machen das Ganze hier bei uns in den Fernsehstudios und wir sind startklar. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin auch startklar. Gut, los geht's, komm. So, das sind unsere Fernsehstudios und wir gehen jetzt einmal da rein. Okay. Da lang. Und ich habe mir gedacht, es gibt ja jemanden, den magst du auch ganz gerne. Sie ist eine Kika-Moderatorin und sie wird dich heute den ganzen Tag lang unterrichten und versteckt sich hier drin. Und zwar ist es, guck mal da drüben. Hallo! Jess! Hallo Lina! Hallo! Hi, freut mich sehr, dich kennenzulernen. Hallo! Na, geht's dir gut? Ja, sehr gut. Ich darf dir heute ein paar Tipps geben für deine erste Moderation. Hast du Lust? Ja. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Danke. Löcher sie so viel du kannst, nimm so viel mit, wie du kannst. Und dann freue ich mich und bin ganz gespannt, was du nachher alles zu berichten hast. Okay. Ja, komm, ganz viel Spaß euch beiden. Tschüss. Danke, tschüss. Kannst extrem locker sein, ja? Kannst du schon mal so ein bisschen ausspülen, vorne nach hinten. Mit solchen Auflockerungsübungen sollte jeder anfangen, der auf einer Bühne oder im Fernsehen auftreten möchte. Ja, ein Bein mal runter,
eine lockere Zunge ist wichtig, um deutlich sprechen zu können. Jess hat dafür noch einiges mehr vorbereitet. Kannst du dich noch mal kurz hinsetzen? Okay. Es gibt einen Trick mit den Korken. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast oder gesehen hast. Nein? Okay, nimm dir mal einen Korken in die Hand. Und jetzt denken wir uns einfach mal einen Satz aus, den du sagen kannst. Zum Beispiel, sag mal, hallo, ich bin Lina, ich bin 10 Jahre alt und ich möchte den Tigerentenclub moderieren. Okay. Sag mal. Hallo, ich bin Lina, ich bin 10 Jahre alt und ich möchte den Tigerentenclub moderieren. Sehr gut. Und jetzt nimmst du mal den Korken in den Mund und sagst den Satz nochmal. Hallo, ich bin Lina, ich bin 10 Jahre alt. Du bist Lena? Ich hab grad Lena verstanden. Versuch's nochmal. Hallo, ich bin Lina und bin 10 Jahre alt. Wie viele Jahre alt? 10. Mhm. Und möchte gerne den Tigerentenclub moderieren. Sag den Satz nochmal und mach ganz übertriebene Bewegungen. Okay. Hallo, ich heiße Lina und ich bin 10 Jahre alt. Sehr gut. Nimm den mal schnell raus und sag den Satz nochmal. Hallo, ich bin Lina und ich bin 10 Jahre alt und ich möchte gerne den Tigerentenclub moderieren. Mega! Richtig gut. Hast du den Unterschied selber gemerkt? Ja. Also ich würde sagen, sie ist ein sehr lockerer Mensch, ein Mensch, der immer Spaß hat bei allem und der halt andere Leute glücklich machen kann. Am Anfang war ich ziemlich aufgeregt, aber Jess hat mir mal gesagt, mach dich locker und mach's einfach, weil du Spaß hast und mach einfach dein Ding. So, wenn du jetzt eine Begrüßung machst in die Kamera, ist es natürlich wichtig, dass du deinen Blick in der Kamera auch hältst. Und das ist gar nicht so leicht. Also ich merke das ganz oft, es ist nicht leicht, seinen Blick in so eine Kamera zu halten. Wenn du es jetzt mal probieren möchtest, sag es mal ganz entspannt. Hallo, ich bin Lina. Herzlich willkommen zum Tigerentenclub. Sag das mal ganz entspannt in deine Kamera. Hallo, ich bin Lina und ich begrüße euch zum Tigerentenclub. Jetzt hast du es gerade eigentlich für mich perfekt gemacht, weil direkt schon ein paar Sachen aufgefallen sind, die ganz normal sind. Es ist eine neue Situation für dich. Du bist das noch nicht gewöhnt. Du weißt noch nicht genau, was du machen musst. Und was hast du gemacht, als du nicht mehr wusstest, wie du weitermachen sollst? Eine Pause. Und? Ach so. Du hast mich angeguckt. Ja, weil du natürlich guckst, Hilfe, was soll ich machen? Und das merkt er. Also als Moderator musst du deinen Blick fest in der Kamera halten, ganz egal, was passiert. Ja. Und wenn du selber nicht mal weißt, wie es weitergeht, wie du richtig gesagt hast, einfach eine kurze Pause machen, kurz überlegen und dann redest du ganz normal weiter. Okay? Probier's mal nochmal. Hallo, ich bin Lina und ich begrüße euch zum Tigerentenclub. Genau, sehr gut. Und am Schluss auch nochmal den Blick halten. Ja. Ja, dann kommt meistens ein Stopp. Und dafür haben wir was Kleines vorbereitet. Komm mal mit. Ich stehe mal auf. Da ist schon so unser kleines improvisiertes Auftrittstürchen. Das heißt, du bist als Moderator da hinter der Wand. Okay. Ja? Dann hast du jemanden, der dir ein Kommando gibt. Und dann geht's los und mach einfach mal, wie du denkst, okay? Okay. Lina, bist du bereit? Es geht los. 3, 2, 1 und bitte. Hallo und herzlich willkommen zum Tigerentenclub. Ich bin Lina und viel Spaß dabei. Ja, wie hat es sich angefühlt? Ich ein bisschen ungewohnt. Ja, 2, 3 Sachen, die ich dir schon gleich sagen kann, ist was ganz Normales. Bleib du mal hier stehen, okay. Ich komm mal raus. Der erste Fehler, den man oft macht, ist, man fängt so an, so ein bisschen zu tanzen und zu wackeln, weil man aufgeregt ist. Versuch mal dran zu denken, du bist ganz entspannt. Komm raus und sag's nochmal und rede so, wie du normalerweise redest, so wie du jetzt bist, genau. Nicht Klamotten festhalten, ja. Ganz locker, denn jede Spannung hört man dir auch an. Bitte. Hallo, herzlich willkommen zum Tigerentenclub. Ich bin Lina und ich bin bereit. Seid ihr auch bereit? Dann geht's jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß. Mega, das war schon voll gut. Du hast total improvisiert gerade. Ja. Bevor ich das Coaching mit Jess hatte, war ich halt, oh Gott, wenn ich was falsch mache, dann ist alles wegen mir kaputt und alle müssen nochmal neu anfangen. Und als Jess mir dann erzählt hat, wie oft sie manchmal, also wie oft sie Fehler macht, bin ich auch ein bisschen lockerer geworden. Hallo und herzlich willkommen. Nächste Übung. Lina muss, während sie moderiert, zwischen den Kameras wechseln. Auch das muss eine Moderatorin drauf haben. Jetzt geht's los. Das ist für dich jetzt deine Position, deine Kamera. Du erzählst uns was über dein Hobby und ich versuche dich ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Okay. Ich mache ganz viel Quatsch. Und fang an zu erzählen in 3, 2, 1. Bitteschön. Also mein Hobby ist Turnen und ich mache es echt sehr gern, auch wenn es ein bisschen strenger ist, weil man immer die
Da lässt sich Lina noch zu leicht aus dem Konzept bringen. Aber Jess hat auch für solche Situationen einen wichtigen Tipp. Dass man halt sich zum Beispiel, ich freue mich immer, wenn ich zum Beispiel einen Handstandüberschlag geschafft habe. Und ich musste am Anfang ein bisschen lachen, als du den Teddybär auf mich. Du hast als Moderatorin alle Freiheiten der Welt. Manche Sachen kann man ganz gut ignorieren, egal, weitermachen. Und manche Sachen sollte man einfach ansprechen oder irgendwie aufnehmen. Jetzt mach du mal, sei du mal ich, mach du jetzt mal die Sachen, okay? Ich bin jetzt mal du. Hallo, ich bin die Lina. Mein großes Hobby ist das Turnen. Ja, genau. Oh, super, dass du die Fahne hast. Bring die mal rein ins Bild. Das ist die deutsche Fahne, denn ich bin aus Deutschland tatsächlich und ich turne auch für Deutschland sehr, sehr gerne. Mir macht das Turnen extrem viel Spaß, weil ich zwar keinen Teddy habe, wobei der sehr schön ist. Darf ich den kurz behalten? Also, was war der kleine Unterschied? Dass du die Sachen quasi mit eingebaut hast in deine Geschichte. Und dann denken die Zuschauer, das war Absicht, dass die reinkommt. Das war nicht so, oh, wie peinlich und die Arme, sondern einfach das mit aufnehmen. Jess ist mit Lina voll zufrieden und hat sie top vorbereitet für die nächsten Tage. Sehr gut. Guten Morgen. Der Abholservice ist da. Was sagst du dem Gefährt? Cool. Wo du möchtest. Na dann geht's los. Tschüss, Mami. Tschüss. So, Lina und ich sind unterwegs und sag mal, was ich von dir wissen möchte. Welcher Tipp von Jess hat dir eigentlich am allermeisten geholfen? Eigentlich haben mir alle Tipps geholfen, aber am meisten, glaube ich, hat mir der Tipp mit dem, bevor zum Beispiel beim Tigerentenclub, bevor man aus der Ente kommt, einmal durchatmen und die Knie ein bisschen locker machen und dann. Das hat dir am meisten geholfen? Ja. Sehr gut. Das heißt, du hast dir alles schön gemerkt, kannst es heute und morgen dann auch natürlich anwenden. Und wir fahren ja jetzt gerade ins Studio und das Tolle ist, du lernst gleich alle Menschen kennen, das Team vom Tigerentenclub, den Regisseur, den Johannes. Und die sind alle super nett. Also mach dir gar keine Sorgen, wir wollen, dass du dich wohlfühlst, das ist das Wichtigste. Und dann kannst du dir mal anschauen, wie so eine Sendung überhaupt entsteht, hinter den Kulissen. Und morgen ist es dann soweit und du wirst auch moderieren. Cool. Empfangen wird Lina vor dem Tigerentenclub-Studio von Günther Kastenfrosch. Er will sie unbedingt als Erster kennenlernen und ihr alles zeigen. Hallo Günther. Günther, Lina, Lina, Günther. Zum ersten Mal betritt Lina das Studio. Herzlich willkommen bei uns im Tigerentenclub-Studio. Und staunt. Noch anders aus, aber... Hier rein. Jetzt möchte ich dir mal drei Menschen vorstellen vom Team. Guten Morgen! Darf ich euch vorstellen? Hi. Lina, das ist Johannes. Ach, die neue Kollegin. Jawohl. Johannes, grüß dich. Geht's dir gut? Ja. Hallo Günther übrigens, Günther. Das ist der Andi, der Regisseur. Hallo. Lina, freu mich. Toll. Und da drüben, schön, dass du da bist. Das ist die Caro, die Redakteurin. Das ist Lina. Lina, ich bin Caro. Regisseur Andi ist auch schon gespannt auf Linas Auftritt. Ja, wir freuen uns natürlich, dass du da bist. Das ist die allerjüngste Moderatorin, die wir, glaube ich, jemals hatten. 10 bist du, gell? Ja. Boah, Respekt. Und was macht man, wenn man sich verspricht? Weiterreden. Und nicht drüber nachdenken. Das Drehbuch zur Sendung hat Lina bereits. Jetzt bespricht das Team mit ihr, an welchem Ort im Studio was gedreht wird und worauf sie alles achten muss. So langsam wird es ernst für Lina. Und dann geht's weiter mit der Moderation, mit den Fragen, mit dem Talk. Aber du musst mir das dann alles erzählen. Danach darf Lina im Ü-Wagen Regisseur Andi über die Schulter schauen. Und die drei. Von hier aus werden die Kameras dirigiert und entschieden, was genau im Fernsehen zu sehen sein wird. Drei. Lina ist beeindruckt. Da waren irgendwie, glaube ich, 5 Kameras und dann musste man auch mal ganz leise sein, damit die sich gut konzentrieren können. Und das war ganz schön krass, fand ich. Also das, da, dann merkt man, wie viel Arbeit dahinter steckt. Von jedem drei Prothese, die wollen wir natürlich auch noch mal sehen. Die ist also so was habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, weil so eine Sendung zu moderieren ist echt ganz schön cool. Also da ist die Ente. An ihrem großen Tag wird Lina von ihrer Zwillingsschwester Mia begleitet.
der Tigerentenclub da immer. Guten Morgen. Lina? Ja. Ja, ich hab's geschafft. Hallo, wie geht's euch? Na? Hallo, Mia. Hallo. Schön, dass du heute auch mitgekommen bist. Hast du schon alles gezeigt? Ja, schon. Ja? Sehr gut. Mia, voll gut, dass du heute auch dabei bist. Wie waren denn so die letzten Tage zu Hause mit Lina? Also, Lina war sehr aufgeregt die ganze Zeit und aber auch total glücklich. Und immer, wenn sie von hier oder vom Dreh kam, war sie total glücklich und ja. Schön, das höre ich gern. Und wie ist so deine Stimmung gerade? Ich bin schon nervös irgendwie, aber ich freue mich auch total. Ich freue mich auch sehr drauf. Hast du noch irgendwelche Fragen gerade? Nee, eigentlich nicht. Nee. Wollen wir starten? Ja. Gut, dann lass uns loslegen. Lina. Moin. Moin, alles gut? Wir haben uns extra gleich angezogen heute, Mischa und ich. Damit ihr uns auch verwechselt heute. Genau. Wir wollen euch auch volle Power zusammen. Lina bekommt ihr Mikrofon. Der Sender wird unter dem Hemd versteckt und das Mikro passend für sie eingerichtet. Im Studio begrüßt Regisseur Andi das ganze Team. Und von Dein großer Tag haben wir Lina da, wie wir ja gestern schon gesehen haben. Lina, zeig dich mal. Juhu! Und wenn ihr doppelt seht, seht ihr richtig. Lina hat nämlich eine Zwillingsschwester. Das ist die Mia. Hallo, herzlich willkommen. Lina hat übers Wochenende ihre Moderationskarten vorbereitet. Darauf stehen die wichtigsten Informationen für den Ablauf ihrer Sendung. Bereit? Ja. Dein großer Tag? Ja. Ab hinter die Ente! Gleich beginnt die Probe. Das Tolle ist, auf diesem Monitor kannst du alles verfolgen, was im Studio passiert. Das heißt, du siehst, wann es losgeht, wann die Kinder da sind, wo Günther gerade steht. Okay, super. Okay, jetzt geht's los. Viel Spaß in der Probe. Günther im ersten Frosch. Kamera ist direkt vor dir, okay? Ist eine tierisch gut gelaunte Moderatorin, Lina. Wie cool war das denn? Krieg ich einen High Five dafür? Okay, stopp. Lina, das war toll, wie du das gemacht hast. Du warst mega. Applaus für Lina. Alle sind begeistert über Linas ersten Einsatz. Aber die Zeit drängt und es geht sofort weiter. 2, 1 und ab. Wir spielen Lattenknaller. Muschel, erklär doch mal, was du willst. Für die Fresche ist es eure Lehrerin. Ach, das Wort. Achso, da. Dass nicht alles beim ersten Mal klappt, ist ganz normal. Ab Seite 31, da müsstest du nochmal sortieren. Mia staunt, wie gut ihre Schwester das macht. Lina muss sich in kurzer Zeit viele Infos merken. Wann sie wo sein muss, wann sie was sagt und wen sie mit dem Interviewmikro befragen soll. Wie heißt du? Ein ganz schöner Stress. Ich kenne das. Du hast es wirklich toll gemacht. Okay. Und das war erst die Probe. Ja. Gleich kommt die Aufzeichnung. Ja. Und dann ist das ganze Studio hier voll mit Kindern. Es wird eine richtig coole Stimmung, ganz laut. Und alle freuen sich, dass du da bist. Wirklich. Das wird richtig gut, versprochen. Okay? Ja. Ich und Mia verstehen uns auf jeden Fall sehr gut. Und sie ist eigentlich immer für mich da. Und das war auf jeden Fall eine große Unterstützung. Eine Zwillingsschwester hätte, das finde ich mega toll, weil man dann immer so ein bisschen so tun kann, als wäre man die andere. Das schaffst du. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja! Die Momente kurz bevor es losgeht, sind auch für Johannes und mich jedes Mal wieder besonders aufregend. Die Sendung geht los, wir haben ein Ritual. Lina ist die Beste! Viel Spaß, rock das Haus. Das wird dein großer Tag. Los geht's in 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Und los geht's! Lina, du hast das richtig gut gemacht. Kriegst dafür High Five. Mann, ja. Mann. Günther, schön, dass du... Am Anfang war ich noch so ein bisschen verkrampft, sag ich mal. Aber dann habe ich mich an die Tipps von Jess erinnert und dann war ich locker. Und unsere Spieler, die heißen... Phil, Niklas und Michaela! Meine Tiger! Der Anfang ist geschafft. Das gibt uns allen drei Sicherheit und Selbstvertrauen. Xenia und Maximilian! Also, wir sind vorbereitet fürs erste Spiel. Und das heißt fliegender Teppich. Und Lina, meinst du, unsere Frösche werden das machen? Klar. Das wollte ich hören. Und hier kommt jetzt euer Startkommando. 3, 2, 1, go! Lina wird immer cooler und lockerer. Und Lina, schau dir doch mal das Ergebnis an. Was würdest du sagen, welche Mannschaft bekommt diese erste Notbremse? Die Tigerenten. So ist es, die Tigerenten. Wir spielen Froschhüpfen und für die Frösche tritt Phil an. Phil, du spielst Fußball und du kannst gut kochen. Wie kommt's? Also, ich habe früher immer bei meiner Mutter geholfen zu schnippeln. Was kannst du denn alles so kochen? Hauptsächlich Nudeln oder so Reis. Und alles Mögliche, was ich im Bereich Gemüse und ja, sehr lecker. Auf eine Hammer-Performance, gespannt. Die Sendung läuft super. Lina hat's echt drauf. Und Mia ist ganz stolz auf ihre Schwester. Lina, hi ihr beiden. Hallo. Hallo. Niklas singt heute Applaus, Applaus von den Sportfreunden Stiller. Ist es ein schwieriger oder ein leichter Song? Lina ist ein echtes Moderationstalent. Also, ich sitze gerade bei... Sie scheint jede Minute zu genießen. Bis zum großen Rodeo-Finale. Bist du aufgeregt? 3, 2, 1, go! Und wir sind echt stolz auf Lina. Lina, wir haben es geschafft. Ja. Das war echt dein großer Tag, Spitze. Bist du zufrieden mit dir selbst? Ja. Das kannst du auch sein und ich bin mir sicher, Mia ist auch mega stolz auf dich, oder? Guck mal, für dich habe ich auch noch eine Tigerente. Es hat einen Riesenspaß gemacht mit euch zweien. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war Linas großer Tag. Und wenn ihr sehen wollt, was wir Backstage alles so Witziges erlebt haben, dann geht doch mal auf deingroßertag.de. Und nächste Woche unbedingt einschalten, denn auch da erfüllen wir wieder einen mega coolen Wunsch. Ich freue mich sehr drauf. Und wir drei, wir gehen jetzt mal eine Limo trinken. Das haben wir uns verdient, oder? Ja. Gut, tschüss, ihr Lieben. Wir gehen nach Hause.